Heute werden Vertreter des Deutschen Reiches unter der Führung von Helmut Schmidt an der polnischen Grenze eintreffen, um sich mit Delegierten des Armeeverbands Freies Europa zu treffen. Der Armeeverband Freies Europa hat die Sicherheit und Stabilität Europas schwer beeinträchtigt. Die Rückführung von Sklaven hat zunehmend Erfolg. Familien werden unter der Führung des Reiches wieder zusammengeführt. Der langjährige Verräter Willy Brandt und eine Gruppe böswilliger Individuen planten jedoch sorgfältig einen Aufstand und schürten in der Bevölkerung Panik und Unruhe. Dies führte zur Gründung dieser bösartigen antideutschen Organisation unter dem falschen Namen Armeeverband Freies Europa. Führer Albert Speer hat seine Enttäuschung über die jüngsten Entwicklungen zum Ausdruck gebracht. Aber wohlwollend wie er ist, ist er bereit, über eine friedliche Lösung zu verhandeln für das gemeinsame Wohlergehen und die Zukunft für alle Europäer. Gerüchte über eine Wehrmachtsverschwörung im Militärbezirk Russland sind völlig unbegründet, denn Russland steht nach wie vor unter der Kontrolle von Feldherr Alexis von Rönne, der das Aufkommen antideutscher Stimmungen verhindert hat. Der Versuch, den renommierten Feldmarschall Ferdinand Schörner zu verleumden, ist ein kranker Versuch, das Bild der Wehrmacht zu zerstören. Ferdinand Schörner residiert jetzt in seiner Landvilla in Österreich und hat sich von seiner militärischen Laufbahn zurückgezogen. In St. Petersburg ist zusätzliche Verstärkung eingetroffen, um den Status quo zu sichern. Helmut Schmidt erklärt, er habe die Worte des Führers bei sich und sei in vollem Vertrauen, dass das Reich eine friedliche Lösung für dieses Problem finden werde. Begleitet wird er von hochrangigen Beamten des Reichstags, die von Speer persönlich ernannt wurden. Möge Europa endlich Frieden finden. Thank you.